Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2 auf der namenlosen Insel im Kampf gegen den schwarzen Ring. Und wir sind dran und schießen einmal auf den Typen hier. Ja, und wir haben ihn zwar nicht verkrüppelt, aber das Verkrüppeln ist trotzdem, hat trotzdem funktioniert und hat dann eben den Buff beschleunigt entfernt. Also schon mal was. Dann nochmal. Oh. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir den jetzt kriegen. Bastion hat Highground, ne? Bestie. Nicht Bastion, ja. Das ist immer so schlimm. Ne? Von Overwatch. Wenn du mal Bastion sagst, und dann hast du hier Bestie. Das ist ja fast wie Bastion. Das ist ein bisschen risky, weil er dann natürlich alleine erstmal unten ist, aber wir machen das mal. Ja, den können wir jetzt auch so. Bisschen Schaden hier. Okay, der Wolf hat so seine Momente. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir mal wieder dran sein, unsere Bestie, unsere Inkarnation hier. Die ist jetzt dran und was wir eigentlich nur machen können, ist, dass wir sie weiter nach vorne bewegen. Ist halt so, weil wir ja gegen den einen Typen dann gekämpft haben, ne? Wir können eigentlich alle nur ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Ich würde mal sagen, sogar dahin, damit wir der Person hier, die Magister, da ein bisschen helfen. Natürlich sehr doof, wenn die dann einfach drauf geht. Ups, jetzt habe ich ja die Slots geswitcht. Ja, Sibylle bewegt sich eigentlich auch mal. So. Zack. Und wir können sogar noch angreifen. Haben wir jetzt. Na, shit. Okay, die haben Seelenband, das sehe ich jetzt gerade erst. Das ist natürlich nicht so ganz geil, weil wenn wir natürlich ihr hier Schaden machen, dann machen wir da auch gleichzeitig Schaden. Kann Bestie. Na, machen wir das mal. Das war ein 0-AP-Zug. Wir lassen das mal da. Dabei. Okay, mir ist es auch egal. Es hat ja ein Verbündeter unseren Verbündeten umgebracht. Nice.
Ja, wird ja mal besser, ne? So ein Scheiß, ey. So, was Sibylle jetzt machen kann, und das ist eine ziemlich coole Aktion, das freut mich, dass sie das machen kann, ist, wir verzaubern nicht ihn, wir verzaubern ihn. Und ihn schießen wir wieder ab. So. Das war echt kacke von dir. Mann, ich dachte, wir könnten den... Na gut. Und was soll ich jetzt noch machen? Geht das noch? Nicht mit dem AP, schade. Man kann Verbündete ja nicht angreifen, aber wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält, geht es trotzdem. Da der schwarze Ring, Heini hier ja für ein paar Runden jetzt auf unserer Seite kämpft. Müssen wir jetzt mal die Steuerungstaste dazu drücken, um ihn anzugreifen. Der tut uns aber nichts. Das heißt also, wir könnten das ausnutzen. Leider kann ich das in dieser Runde nicht mehr. Ich gehe trotzdem mal hier hin. Unser Hund kann es aber. Und wir setzen auch einen Turret. Den Blue Turret. Ist kein Blue Turret geworden. Ist ein Elektroturm geworden. Super, weil das Blut mit Strom besetzt wurde. So, ich kümmere mich schon mal um den hier. Okay, Feuerschnecke. Machen wir da so einen Laserbeam durch. Wobei, wie viel kostet der Laserbeam? 3. Okay, wenn wir uns hier hin bewegen, hätten wir immer noch 3 übrig. Ich weiß nicht, ob das... Und das blöde Google wieder aufgegangen. Kriegen wir das hin? Ja. Oh, cool. Oh shit, wir haben den Wolf auch getroffen. Aber wir haben sie getroffen, ein bisschen Damage gemacht. Wir haben sie getroffen, Damage gemacht. Das ist super. Was wir jetzt machen, ist mit Bestien. Oder auch nicht. 0 AP-Zug ist risky, weil da Blitz nämlich ist. Wir werden mal ein wenig. Mal hier für Schmerzen sorgen.
Passt nicht so ganz geil. Level up! Damit sind wir auch komplett wieder aufgefüllt. Nicht mit unserer Rüstung, aber zumindest mit unserem Leben. Nice, niedergehalten. Das ist super. Ja, aber dahin kommt man die Bestie nicht, ne? Wäre auch zu schön. Und die wird jetzt gestromschockt? Nicht ganz. Dann würde die kommen. Das ist recht. Naja, theoretisch. Der wirft halt direkt straight nach unten, das ist doof. Ich würde mal sagen, die bleibt ja noch eine Runde liegen. Die ist eigentlich tot. Ich schnell kann auch nichts machen. Das lassen wir auch lieber mal. Aber wir können vielleicht versuchen, geht das? Ja, wir können hier einen Totem hinsetzen. Dann macht das vielleicht den Todesschlag. Ja. Breathless, the Magister fishes out a canteen of water. She gulps half of it down. Then splashes blood and grime from her face with the rest. She nods at you, a touch wary. My thanks for your help. But who are you? Ich bin auf Entdeckerreise. Ich sag lieber mal nicht, dass ich hier gekommen bin, mein Schicksal zu erfüllen, weil dann können sie vielleicht herausfinden, dass ich ein Kauter weg da bin und dann wollen sie mich auch noch töten. Also ich bin im Endeffekt hier nur auf Entdeckungsreise und zufällig vorbeigekommen. Fortunate for me it seems. Let me return the favor. If you need shelter, look for the bishop and the rest of my comrades. They retreated north to our rendezvous point. We'll head there once we've tended to our fallen. Warte. Halt. Ist Alexander wirklich hier? Und wohl auf? Our true leader has returned and united us. It's nothing short of a miracle he's made it this far. He's dodged assassins more than once. Und hier haben wir das Problem der Probleme, nämlich. Merkwürdigerweise, auch wenn wir Alexander schon getötet haben, haben wir Alexander irgendwie doch nicht getötet, denn er lebt immer noch. Ja, das ist mega weird. Aber so ist das nun mal. Er ist noch am Leben. Aber wen haben wir denn getötet? Wahrscheinlich nicht Alexander. Now it's our holy duty to safeguard him until he becomes the next divine. And that means putting these black ringed devils to the sword. Ja, was macht denn der schwarze Ring hier? Isn't it bloody obvious? They're destroying the sacred temples and killing everyone in sight. If I were you, I'd get out of the open as soon as possible. Ja. Keine guten Neuigkeiten. Alexander lebt. Aber gut. Die namenlose Insel. Tag. Moment. Tag 11. Ist es im Moment, ist es jetzt. Ich lese mal hier, Tag 11, 14:02. Magister und Paladin liegen tot am Strand herum. Waren sie hier? Wer oder was könnte. Nee, wer waren sie hier und wer oder was könnte ihnen das angetan haben? Und Tag 11, 16:53. Wir haben erfahren, dass die Magister und Paladine auf der Insel Alexander treu ergeben sind. Sie waren gekommen, um ihnen zu helfen. Nächsten Schritt. Den nächsten Schritt zu tun, ja, aber auch der nächste Göttliche zu werden. Doch der schwarze Ring steht ihnen im Weg. Ja, und wir eigentlich auch.
Ein ungewöhnlicher Kunde. Tag 11, 16.47 Uhr. Wir haben erfahren, dass Alexander beim Elfentempel im Norden der Insel Zuflucht gesucht hat. Ja, und das Witzige ist, dass er wirklich, also das ist jetzt kein Fake oder so, der ist da wirklich. Und ja, wir können ihn da wirklich nochmal töten. Also, dann töten wir ihn, zweimal. Oder, nee. Doch. Ja, zweimal. Eigentlich ja dreimal, weil im Kampf haben wir ihn einmal getötet, das war aber dann nicht wirklich tot, dann lebt er ja noch. Und dann haben wir ihn nochmal auf dem Schiff getötet, das war das zweite Mal dann eigentlich. Und dann können wir ihn jetzt hier nochmal das dritte Mal töten. War ziemlich lustig, wa? Ja. Dann haben wir auch noch den versunkenen Tempel. Tag 11, 14.27 Uhr. Wir haben entdeckt, dass der Tempel auf der namenlosen Insel unter Wasser steht. Das Wasser war aus einem Portal hinab in den Tempel gestürzt. Eindringlinge! Tag 11, 14.49 Uhr. Wir haben erfahren, dass Kräfte des Schwarzen Ringes auf der namenlosen Insel eingefallen sind. Wir müssen extrem vorsichtig vorgehen. Ja, müssen wir. Tatsache müssen wir das. Nehme ich sie wieder. Oh, lol. You frown with surprise. Alexander vanished along with all the others when the Lady Vengeance breached the Hall of Echoes. You assumed he was dead. Wenn er immer noch glaubt, dass er seinen lieben Papi beerben kann, wird er sich noch umgucken. Cutting him down a second time will be even more satisfying than the first. And I've got questions for him, and he'd better have answers, or his second death will be even more painful than the first. Has as many lives as a cat, it seems. Let's see if he acts like one when cornered. So, dann erstmal hier. Zack. Dann zack. Und ja, du nimmst ja auch noch einen. Der wurde ja im Kampf einfach ausgesogen. Warum überhaupt bleibt das Gift hier liegen? So, wir gehen zumindest mal hier in die Mitte, denn hier ist ein Altar. Ich glaube, es war so, dass wir alle Altäre auch benutzen müssen. The altar stands before you, flecked with moss and the cracks of age. An ant crawls across the surface, dipping in and out of the inscription that's engraved on the rock. In honor of Ralik, first of the gods and patron of humanity. Vor dem Altar knien und ein Gebet an den Gott der Menschen flüstern. Vielleicht kannst du hier in seinem eigenen Tempel mit ihm reden. As your prayer drifts away on the breeze, you feel the world around you shift. You open your eyes to a courtyard with wooden targets and practice posts scattered about. And there before you stands Ralik, a twisted old man struggling to heft his own sword. With difficulty, he lifts it high, cutting down towards one of the targets, but he misses completely. His sword clangs against the cobbles, slipping out of his hands and skittering towards you. Cursing loudly, he crawls towards you, searching hands running over the stone. He's blind. He hears you as you step forward and lets out a cackle. One of the others sent you, eh? Sent you to pester a poor old man that has lost his sight.
Ein Schwert aufheben und ihm zurückgeben. He snatches it back from you, but seems more likely to use it as a support than a weapon. He approaches, running his hands over your face. He grunts. He's not impressed by Zol Stissa's champion, apparently. But he says that he may be willing to help. He just needs a little something from you, a small favor. Two, actually. He grins broadly, yellow, crooked teeth splayed wide. He needs your eyes. After all, what is a warrior without his sight? He assures us that they will be put to good use in the war against the Void. War eine bessere Idee, deinen Gott bitten anzugreifen und etwas zu unternehmen? Ja, na schön. The god steps forward, grabbing you by the chin and twisting your face towards the sky. The clouds clear and the sun emerges, bright in the sky. Can you see it? He whispers. And you can. You can see nothing else. Your eyes start to burn as the brightness fills your head with fire. And you can feel your sight fading. After a few moments of agony, you're left with nothing but darkness and Ralik's echoing laughter. You can feel a subtle shift in the air and birdsong fills your ears. Reaching forward, you feel the cool stone of the altar and a new carving. You trace it with your hands, an image of the sun. Ja, jetzt haben wir das gemacht, was natürlich ziemlich kacke ist für uns. Wir haben uns dauerhaft geblendet. Und es kann nicht mit üblichen Mitteln geheilt werden. Was, glaube ich, geht, ist einmal uns umbringen, wiederbeleben. Dann funktioniert das wieder. Werden wir aber glaube ich, nicht tun. Wir werden neu laden. Und beim nächsten Mal es nochmal versuchen. Und sozusagen Gott, glaube ich, zur Hilfe bieten, damit er uns nicht hier gedingsen kann, uns blind machen kann. Das ist natürlich eine ganz doofe Sache. Ja, dann beim nächsten Mal würde ich dann sagen, skillen wir uns und machen das dann nochmal mit dem Alter, so dass wir nicht blind werden und schauen weiter auf der Insel, entdecken sie und gucken, wie wir weiter vorankommen. Ich glaube, ich habe die ganzen Sachen jetzt hier noch nicht gelootet. Ich glaube, ich habe davor gespeichert, oder? Ja. Machen wir das mal schnell. So, F5 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Divinity Original Sin 2. Haut rein. Tschüss.